Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von MTGA. Das letzte Mal haben wir mein Dimir-Deck getestet und ja, jetzt schauen wir mal, welches Deck als nächstes drankommt, nach Dimir. Oh, Boros. Ein Boros-Deck. Das Boros-Deck basiert hauptsächlich auf der Mentor-Fähigkeit. Hier haben wir Falke des Heilers, fliegend Lebensverknüpfung, ein Mana 1-1, kennt man aus den anderen Decks. Kann mir etwas Zeit verschaffen vielleicht. Und dann mein erster Mentor. Goblin Bannerträger, Mentorfähigkeit. Mentor bedeutet immer, wenn diese Kreatur angreift, lege einen +1/+1 Marker auf eine angreifende Kreatur deiner Wahl, deren Stärke niedriger ist. Und mit der Fähigkeit für 2 Mana dem Goblin Bannerträger +2/+0 bis zum Ende des Zuges zu geben, dass er eine 3-1 ist, ist das relativ gut. Dann Integrität und Intervention. Integrität, ein Spontanzauber für 1 Mana, eine Kreatur deiner Wahl +2/+2 bis zum Ende des Zuges. Intervention, die Intervention fügt einem Ziel deiner Wahl 3 Schadenspunkte zu und du erhältst 3 Lebenspunkte dazu. Für 4 Mana. Das ist auch nicht so verkehrt. Dann ein weiterer Mentor, Sonnenheimgetreuer, der ebenfalls noch Erstschlag hat. Plus, also ist eine 2-2 für 2 Mana. Dann der Arkanist der Schreckenshorde. Verursacht Trampelschaden für 2 Mana, eine 1-3. Und immer wenn der Arkanist der Schreckenshorde angreift, kannst du eine Spontanzauber- oder Hexereikarte deiner Wahl, deren umgewandelte Mana-Kosten kleiner oder gleich der Stärke des Arkanisten sind, aus deinem Friedhof wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Falls die Karte in diesem Zug auf deinen Friedhof gelegt würde, schicke sie stattdessen ins Exil. Also man kann aus dem Friedhof zum Beispiel Integrität noch einmal spielen. Dann hätten wir die Lavaschlinge, fügt einer Kreatur 4 Schadenspunkte zu und schickt sie ins Exil statt auf den Friedhof für 2 Mana, auch nicht schlecht. Und eine meiner Lieblingskarten, Blitzklingenverfechterin, für 2 Mana 1-1, Doppelschlag, Wachsamkeit und verursacht Trampelschaden. Dann der Boros-Herausforderer, 2 Mana, 2-3, Mentorfähigkeit für 4 Mana. Erhält der Boros-Herausforderer +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Und eine weitere meiner Lieblingskarten, nämlich der Kriegsboss der Legion. Hat die Mentorfähigkeit und erzeugt zu Beginn jedes Kampfes einen roten Goblin-Spielstein 1-1 mit Eile. Federgeläuteter Engel, 3 Mana, 3-4, fliegend. Hat die Fähigkeit, immer wenn du einen Spontanzauber oder eine Hexerei wirkst, der beziehungsweise die eine Kreatur, die du kontrollierst, als Ziel hat, schicke jene Karte ins Exil, statt sie auf den Friedhof zu legen. So wie sie verrechnet wird, falls du dies tust, bringe sie zu Beginn des Endsegments auf deine Hand zurück. Auch nicht verkehrt. Allerdings ist der hier weitaus besser für ein Boros-Deck, nämlich Tashi, Klinge der Legion. 3 Mana, 3-2, Eile, Mentor, verhindere allen Nicht-Kampfschaden der anderen Kreaturen, die du kontrollierst, zugefügt würde. Für 2 Mana, Tashi, Klinge der Legion, erhält Erstschlag bis zum Ende des Zuges. Dann das Tribunal des Konklaves, hat einberufen, also ich brauche keinen Mana dafür zu bezahlen, es geht auch, wenn ich Kreaturen dafür halt tappe. Und ich kann mit dieser Karte eine Karte des Gegners, außer eine Landkarte, vom Spiel ins Exil schicken. Dann Aurelia, Verfechterin des Rechts, ein Engel, fliegend, Mentor. Bestimme zu Beginn des Kampfes in deinem Zug bis zu eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Bis zum Ende des Zuges erhält die Kreatur +2/+0 und verursacht Trampelschaden, falls sie rot ist, und erhält Wachsamkeit, falls sie weiß ist. Und beides, wenn sie halt beide Farben hat. Feuertreue Feldherrin. 4 Mana, 4-3, Mentorfähigkeit. Immer wenn der Feuertreue Feldherrin Schaden zugefügt wird, fügt sie einem Spieler deiner Wahl ebenso viel Schadenspunkte zu. Auch nicht schlecht. Das Ganze haben wir gekoppelt mit unserer Mana-Basis von 9 Ebenen, 8 Gebirgen, dann Fetch-Mana.
viermal Boros Gildeneingang und einmal Heilige Schmelze. Insgesamt 60 Karten mit einer Mana-Kurve, durchschnittlich 2,7. Finde ich nicht schlecht, aber es muss den Härtetest noch bestehen. Und den fangen wir jetzt einfach mal an. Mal schauen, ob das Deck gut genug ist. Boros, 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 da ist Boros. Zwei Mana auf der Hand, eins kommt getappt ins Spiel. Nein, mindestens drei Mana müssen es sein. Ansonsten sehe ich ziemlich schwarz. Oder so viel, das geht auch. Da wir zwei Gebirge und eine Ebene haben, würde ich den Gildeneingang weggeben und Integrität und den Arkanisten. Wäre witzig, wenn der jetzt auch Boros spielen würde. Direkt Tashik. Allerdings werde ich jetzt zuerst mal den Planeswalker aus dem Spiel nehmen. Ich habe leider kein Mana frei gehabt, sonst hätte ich angreifen können. Verdammt! Jagt der mir Lavaschlinge rein. Thank you.
Okay, dann war's das. Verdammt. Also, wir halten fest, das Boros-Deck muss definitiv noch verbessert werden. Wenn ihr Vorschläge dafür habt, schreibt sie mir doch mal in die Kommentare. Ja, und damit wären wir auch schon am Ende unseres heutigen Let's Plays. Wir haben das Boros-Deck vorgestellt und getestet. Es hat unseren Test leider nicht sonderlich gut bestanden. Vielleicht das nächste Mal, wenn wir es etwas verbessert haben. Und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Teilt fleißig, über Kommentare würde ich mich auch freuen. Und ansonsten, wenn ihr weitere solcher Videos sehen wollt, wäre ein Abo auch ziemlich cool. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich bin Super Slate, euer freundlicher Sun Ninja Let's Player von nebenan. Tüdelü!